Hallo, der Norbert Röttgen ist bei mir, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, versierter Außenpolitiker. Norbert, wir sehen gerade im Nahen Osten eine Gewaltspirale, die Angriffe der radikalen Hamas auf Israel. Jetzt gibt es viele Bekundungen der Solidarität, aber das kann es nicht gewesen sein. Wie ist dein Plan, wie ist der außenpolitische Plan der Union, um die Situation zu befrieden? Also wir nehmen Anteil und es ist eine schlimme Gewalt, die auch beenden muss. Sie erzeugt jetzt Tote, Verletzte und nur politische Verlierer. Aber zur Wahrheit gehört, wir, Deutschland, Europa, ist ziemlich machtlos. Die Außenminister der Europäischen Union haben am Tag 9, nachdem die Bombardierung begonnen haben, zusammengesessen, stundenlang beraten, haben keine Einigkeit erzielt und haben am Ende einen Beamten entsandt. Das muss sich ändern. Es ist unsere Nachbarschaft. Die USA wenden sich von Europa oder werden einen neuen Schwerpunkt bilden. Nicht mehr Europa und seine Nachbarschaft, sondern China und der Indopazifik. Und darum, wenn die Waffen jetzt schweigen, das wird bald sein, dann müssen wir als Deutsche und Europäer diese Region zu unserer europäischen Priorität machen. Das ist die Lehre. Und wir dürfen den Konflikt, der zugrunde liegt, der Gewaltanwendung, nicht wieder ignorieren oder verdrängen. Dieser Nahostkonflikt, das friedliche Zusammenleben von Israelis und Palästinensern, bleibt auf der Tagesordnung. Es muss gelöst werden, sonst kommt die Gewalt immer wieder und nach jeder Gewaltanwendung wird der Hass größer sein als vorher. Wie bringen wir das zusammen? Auf der einen Seite die Solidarität mit Israel, auf der anderen Seite die Diplomatie, die es dann braucht in beide Richtungen. Das bringen wir eigentlich wirklich gut zusammen. Es besteht kein Zweifel daran, auch nach den maßgeblichen Äußerungen. Es gab ein paar komische Äußerungen aus der SPD, ein bisschen auch von den Grünen, aber im Grunde besteht kein Zweifel. Deutschland steht klar an der Seite Israels. Die israelische Bevölkerung wird angegriffen von einer Terrororganisation Hamas. Sie hat ein Selbstverteidigungsrecht im Rahmen des Völkerrechts. Wir stehen an der Seite Israels. Die CDU/CSU hat das durch alle Rednerinnen und Redner klar bekundet. Wir stellen auch keine Bedingungen oder fordern Gegenleistung. Das ist völlig klar. Und gleichzeitig sind wir, die Europäer und da wiederum Deutschland, die größten Geldgeber auch für palästinensische Einrichtungen, Schulen, das Flüchtlingswerk, für den zivilen Aufbau. Und wir haben Anerkennung auch dafür, dass wir für die Rechte der Palästinenser eintreten. Die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung. Die Palästinenser müssen zu ihrem Recht kommen. Wir sind nicht einseitig und wir haben durch diese klare Position, gerade wir Deutschen, das würde ich sagen, bemerkenswerterweise, ein hohes Vertrauenskapital und das können wir einbringen als Teil einer europäischen Initiative. Jetzt haben wir in Deutschland viel Anti-Israel-Propaganda erlebt, Hass gegen jüdische Einrichtungen, gegen jüdisches Leben. Was sagt denn der Außenpolitiker Norbert Röttgen zur innenpolitischen Diskussion? Zwei Dinge. Der Außenpolitiker sagt zunächst mal, zum ersten Mal hat es in Israel gewalttätige Konfrontationen zwischen arabischen Israelis und jüdischen Israelis gegeben wie noch nie. Und wir haben jetzt auch gesehen, dass die Feindseligkeit, auch der Antisemitismus aus dieser Region auch in Deutschland sich abgespielt hat. Und dem müssen wir entgegentreten, dem treten wir entgegen. Antisemitische Hetze ist strafbar, aber wir müssen auch eine gesellschaftliche Realität angehen, die wir auch bislang eigentlich ignorieren. Nämlich, dass in arabischen und türkischen Fernsehsendern millionenfach in Deutschland, in den Häusern und Wohnungen, Antisemitismus, Israel-Feindseligkeit von morgens bis abends zu hören ist und empfangen wird. Das prägt das Meinungsklima von vielen Muslimen, die in Deutschland leben. Deutsche Staatsbürger, nicht Zuwanderer erst seit gestern, vielleicht in zweiter, dritter Generation. Das müssen wir angehen. Das können wir nicht einfach so laufen lassen. Und darum ist das Strafrecht wichtig, die Strafbarkeit. Aber auch, dass wir auf diejenigen, die dort berieselt werden, Millionen durch ausländische Fernsehsender, dass wir auf die zugehen, dass wir mit Autoritäten, muslimischen Autoritäten in Kontakt treten, den religiösen Dialog suchen. Hier brauchen wir eine Strategie, eine innenpolitische Strategie. Da kommst du ins Spiel. Die Innenpolitiker und die Außenpolitiker arbeiten Hand in Hand. Absolut. Danke für die fachkundige Einschätzung. Ich danke dir sehr.